Und ja, hier gab es ja auch noch mal... Also das eine Erz scheint über uns zu sein. Ja, die Kamera. Stimmt, hier waren die Untoten. Also ich bin hier in dem Labor jetzt gelandet. Sicherlich noch mal, jetzt aber noch mal ein Quick Save machen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr hoch, dass Rakorium in dem Labor steckt. So, Kristall aus den Pilzen rausholen. Hier drüben ist nichts. Ah. Ne, ich sehe niemanden hier, oder? Hm. Ja. Sehr interessant. In der Tat. Das ist phänomenal. Also doch, sie sind hier hinten. Hey, Nottl. Okay, Nottl will nicht mit uns reden. Was ist mit Rakorium? Wer? Ach, ihr seid das. Das ist aber eine Überraschung. Dass er uns erkennt, ja. Ich bin überrascht, euch hier anzutreffen, eure Magnifizenz. Tatsächlich? Ich, nun ja, ihr wisst ja. Eigentlich weiß ich nicht. Was macht ihr denn hier in der verlassenen Mine? Ja, wichtige Forschungen. Ich habe da etwas entdeckt. Das unbedingt. Aber im Moment ist es noch etwas zu früh, um ins Detail zu gehen. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei eurer Forschung. Ja, danke. Aber Nottl? Nottl, wo bist du denn? Ich bin hier, Meister. Okay. Seht mal, was ich da entdeckt habe. Nicht anfassen! Entschuldigt, Meister. Das wollte ich nicht. Warum habe ich wohl nicht anfassen gesagt? Du hast Glück, dass unser Freund gerade hier ist. Wieso? Was habe ich damit zu tun? Ich dachte, ihr habt doch sicherlich Verständnis dafür, dass ich diese Dings überaus wichtigen Aufzeichnungen in Sicherheit bringe. Nicht auszudenken, welchen Rückschlag ihre Vernichtung für meine Forschungen bedeutet. Und deshalb dachte ich, dass ihr euch um Nottls kleines Missgeschick kümmert. Ich glaube, da lasst ihr mir wohl keinen anderen Wahl. Danke euch. Komm, Nottl. Okay, Skelette. Okay. Was sind das für Skelette und was ist das für ein Gestank hier? Hm. Ach ja, mein letzter Autosave. Weißt du was, ich gucke mich erstmal in der restlichen Mine fertig um. Und dann machen wir das. Hier geht es ja nicht viel weiter lang, wo wir die letzten Riesenspinnen getötet haben. Aber ich gehe erstmal zurück und gucke mir den anderen Seiteneingang an.
den da drüben. Ah, da muss ich außen rumlaufen. Die Höhle hier sieht leer aus. Wahrscheinlich, weil das Spinnennest in der Haupthöhle war. Ja, außer da hinten kommt noch irgendwas Böses auf uns zu. Okay, ich habe das Erz wohl. Ah, ein Kristall ist hier hinten noch. Aber ja, irgendwie will ich mir nicht vorstellen, was das für ein Gestank jetzt ist, der uns da einfach so auf den Füßen haut. Vor allem, warum das so ein Gestank ist. Nee. Hier muss ich durch, oder? Ja. Und vor allem, was man dagegen machen soll. Das sind einfach mal so 4 Skelette. So, hier ist der zerstörte Aufzug. Der brennt. Immer noch. Also ja, der zerstörte Aufzug müsste direkt unterm Brennzeilen liegen, weil der Brennzeil wahrscheinlich auch immer noch brennt. Ah, den Kristall, der ist verpackt, den kann ich nicht aufheben. Dafür kann ich das Erz aufheben. Kann ich jetzt vielleicht den Kristall noch aufheben? Ein Zwerg, ein Wort, natürlich. Borgrim kann ihn auch nicht aufnehmen. Okay. Ei. Na klar. Gladys auch nicht. Okay, der ist verbuggt. Kann passieren. Gut, das heißt, wir haben die gesamte Höhle abgeschlossen, bis auf den Kampf da bei Rakorium.
Na, jetzt hängen sie da hinten fest. Allesamt. So, da sind sie. So, dann speichere ich mal und gehe mal alleine hier runter, in der Hoffnung, dass die da oben mir nicht folgen. Ja, tun sie auch nicht. Sie bleiben schön brav da oben. Ja, sehr in der Tat, das ist phänomenal. Entschuldigt, Meister. Was? So, jetzt erstmal... Okay. Wir sind nicht in Fight. Ja, suche Rakorium. Nottles Missgeschick. Novize Nottel hat durch einen geheimen Mechanismus das Erscheinen eines geheimnisvollen Kristalls und 4 Skelette ausgelöst. Ich soll mich um das Problem kümmern, während Erzmagier Rakorium die von ihm gefundenen Aufzeichnungen in Sicherheit bringt. So, dann kommt mal alle her. Gwendala. Erstmal Armatrutze. So. Alle Buffs, die wir haben können, sind aktiviert. Dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt mit den Skeletten prügeln können oder ob das noch andere Probleme gibt. Also, sofern man nicht von dem Zeug umgehauen wird, scheint alles in Ordnung zu sein. Oh, Gladys hat schon 18 erreicht. Ambus können wir leider nicht steigern. Können wir irgendwas hier? Oh. Ah ne, das sind ja Renoirs Sachen. Hm. Können nicht wirklich was. Außer ihre Astralen und ihre Lebenspunkte. Das ist das Wichtigste. Das bin ich. Bei dir ist schon alles gemaxt. Oh, ich könnte meine Lebenspunkte noch um 1 erhöhen. Ja. So. Zerstöre den Kristall. Ja, ich sollte den Kristall, der durch Nottles Missgeschick aufgetaucht ist, zerstören. Mhm. Meint ihr? Ja. Gut. Und Rakorium ist abgeschlossen. Ich habe Rakorium und Nottle gefunden. Ich habe den Kristall zerstört.